Entschuldigung, ich rufe jetzt auf den Tagesordnungspunkt 64. Das ist die Aktuelle Stunde der AfD-Fraktion, Ausgaben für externe Berater in einzelnen Ministerien. 20.813 beginnt der Kollege Bernd Vohl von der AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete! Beratung ist grundsätzlich eine gute Sache. Und lassen Sie mich hier gleich zu Anfang feststellen, wir sind ganz gewiss nicht gegen externe Beratung. Welcher Ehemann ließe sich nicht bereitwillig die Expertise seiner Ehefrau beim Kauf eines neuen Anzuges zuteil werden? Welcher Lehrer schlüge beim Einsatz digitaler Medien im Unterricht die praktischen Ratschläge seiner medial erfahreneren Schüler leichtfertig in den Wind? Wohl niemand, dem die Qualität seiner Ehe bzw. guter Unterricht am Herzen liegt. An diesen Beispielen handelt es sich offenbar um unentgeltlich erbrachte Beratungsdienstleistungen innerhalb einer Gemeinschaft oder eines Klassenverbandes. Etwas abstrakter gefasst wird hier eine Beratungsdienstleistung angeboten und angenommen, weil jeder der involvierten Akteure sich hiervon einen Vorteil hinsichtlich der Funktionalität des jeweiligen Gesamtsystems verspricht. Es lohnt sich also für Anbieter und Abnehmer der Beratungsdienstleistung, so wie beschrieben, zu handeln. Hierbei fließt kein einziger Euro. Beide Berater und Ratsuchende begünstigen jedoch durch ihr Handeln das Funktionieren des Systems, dessen Bestandteile sie sind. Ganz anders verhält es sich bei den Beraterverträgen, welche zwischen den Fachministerien der Landesregierung und juristischen oder natürlichen Personen außerhalb der unmittelbaren oder mittelbaren Umgebung der Landesverwaltung geschlossen werden. Mit der Erfüllung des Vertragsgegenstandes ist hier definitionsgemäß die Erbringung einer entgeltlichen Leistung seitens des jeweiligen Fachministeriums verknüpft. So haben die hessischen Fachministerien in der 19. Legislaturperiode Beraterverträge, deren Anzahl sich im unteren dreistelligen Bereich bewegt, mit einem Bilanzvolumen von ca. 20 Millionen € abgeschlossen. Hierbei entfallen 75% dieser Kosten auf drei Fachministerien: Finanzen, Innen- und Umweltministerium. Es ist durchaus lohnend, einen Blick in den Anhang der Antwort der Staatskanzlei auf die Kleine Anfrage meiner Fraktion vom 14.02.2019 zu werfen. Diesem kann entnommen werden, dass z. B. das Finanzministerium das Bemühen um eine CO2-neutrale Verwaltung insgesamt 60.000 € Steuergeld wert war. Das Ministerium für Wissenschaft und Kunst für die Überprüfung des Hochschulzugangs externen Berater ca. 70.000 € bezahlt hat und dem Innenministerium die Eroierung der freiwilligen Rückkehr illegaler Migranten vergleichsweise bescheidene 50.000 € wert war. Das Umweltministerium schließlich wartet mit gleich 10 Beraterverträgen zu Klimakampagne und Klimaschutzplan auf, die in ihrer Summe den Steuerbürger ca. 1 Million € kosten. Einige von Ihnen mögen einwenden, dass es sich hierbei im Vergleich zu anderen Haushaltsposten doch um eher marginale Beträge handelt. Nach rein quantitativer Betrachtung ist dies zweifelsohne korrekt. Die Sichtweise greift allerdings deutlich zu kurz. Bedenken Sie, wenn ein Beratervertrag mit einem Unternehmen, welches diese Wissensprodukte anbietet, abgeschlossen wird, dann wird die Beratungsdienstleistung stets unter der Voraussetzung erfolgen, dass der Inhalt der angebotenen Expertise sich weder unmittelbar noch mittelbar ungünstig auf das Unternehmen auswirkt. Dies versteht jeder, der die Logik der Marktwirtschaft begriffen hat. Daher muss bei der geplanten Auslagerung von Fragestellungen zur Unterstützung politischer Entscheidungen im Vorhinein eine Lageeinschätzung seitens des ministerialen Auftraggebers erfolgen. Genauer gesagt, immer dann, wenn der begründete Verdacht besteht, dass die Bearbeitung eines Themas für ein Beratungsunternehmen in einen Interessenkonflikt führen kann, ist vom Abschluss eines solchen Vertrages abzusehen.
Konstruktiv gewendet bedeutet dies, dass die Fachministerien erstens einen qualitativ hochwertigen Personalkörper heranbilden müssen, welcher in der Lage ist, die Tätigkeit der bisherigen Beratungsunternehmen weitgehend entbehrlich zu machen. Das Geld, das die bisher Beratungsunternehmen mit der damit verbundenen grundsätzlichen Schwierigkeit ihrer nicht gegebenen Gemeinwohlorientierung überwiesen haben, sollten sie besser in attraktiv bezahlte Stellen des öffentlichen Dienstes für fachliche Experten investieren. Nur so ist nämlich sicherzustellen, dass, wie eingangs erwähnt, Beratung angeboten und angenommen wird, ohne dass zwischen Berater und Ratsuchenden auch nur ein Euro fließt, weil beide der Wohlfahrt des Systems, dem sie angehören, nämlich unserem Staat und seiner hier seit Generationen verwurzelten Menschen verpflichtet sind. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Bernd-Vohl. Das Wort hat die Frau Abg. Schardt-Sauer, FDP-Fraktion. Werter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen! Die AfD-Fraktion hat ihre Aktuelle Stunde unter den Titel Ausgaben für externe Berater gestellt. Und, wie wir jetzt detailliert gehört haben, ist Grundlage die Kleine Anfrage des Abg. Kant. Jetzt ist es zugegebenermaßen so, dass die Antwort der Landesregierung durchaus neue und weitergehende Fragen in der Sache aufwirft, auch weil die Landesregierung in der Vorbemerkung auf die Begriffsunschärfen, auch ein schönes Wort, hinweist. Grundsätzlich können externe Beratungsleistungen aus Sicht der Freien Demokraten ein sinnvolles Instrument sein bei komplexen Vorgängen. Aber sie sollten natürlich, das ist die eine klare Spielregel im Umgang mit Steuergeldern, in einem transparenten Verfahren vergeben werden und im Hinblick auf den Einsatz von Geld Ultima Ratio sein. Und vor allen Dingen dürften Sie nicht zur Dauereinrichtung sozusagen der Berater als Gast im Ministerium, als Dauergast sein. Aber wie gesagt, im Kern sollte die Frage nach der sachlichen Notwendigkeit sein. Und man sollte das jetzt auch nicht, werte Kollegen von der AfD, in so eine Schmuddelecke stellen, sondern das sind für uns ganz klar die Leitplanken. A, transparentes Vergabeverfahren, B, sachliche Notwendigkeit. Und dann muss man die Lupe auf das richten, was die Landesregierung hier vorgelegt hat, wobei die Antworten zeigen, dass es sich lohnt, bei einzelnen Beratungsleistungen genauer hinzuschauen. Beispiel Umweltministerium mit das größte Paket, bestehend aus 6 Einzelpaketen, 5,8 Millionen € für Nachhaltigkeit und Klima. Ja, das ist schon ein Klima. Vor allen Dingen, wenn man dann schon einmal anfängt, etwas genauer hinzuschauen, was wird da gemacht, wenn das berühmte Öffentlichkeitsarbeit, wo es ja nicht mehr diese klassische Broschüre, heutzutage sind es die Apps, die da produziert werden, wenn das sozusagen überhand nimmt in den Ministerien, ist es Zeit für uns Parlamentarier genauer nachzufragen. Ebenso im Bereich Innenministerium 2,8 Millionen € für den Fachbereich E-Commerce, E-Government oder Finanzministerium 5,4 Millionen €. Man könnte sagen, naja, Sie sitzen ja an der Quelle. Ein Großteil für die Verbesserung der Verwaltungsprozesse. Und dann noch 480.000 € für Landesbeteiligung. Da kann man sich ja fragen, ist das alles zwingend? Denn generell ist vernünftiger Umgang mit Steuergeldern, Zurückhaltung angesagt. Und vor allen Dingen verwundert es auch etwas, weil wir ja hier im Hause erleben, dass aufgrund der notwendigen Kompetenz in den Ministerien die Stellen ja immer weiter aufgebaut wird, könnte man meinen, dass es ja immer weniger notwendig ist, externe Expertise hinzuzuziehen. Aus unserer Sicht anders genug in den Fachausschüssen. Da gehört das Thema hin. Ist jeder von uns auch aufgerufen, kann man gut nachfragen oder Anfragen stellen zu. Allerdings lassen Sie mich zum Schluss noch zwei Punkte kurz ansprechen. In Antwort zu Frage 6 ist aufgeführt,
dass das Wirtschaftsministerium beabsichtigt, einen Beratungsvertrag von 30.000 € im Zusammenhang mit der Einführung des mobilen Arbeiten abzuschließen. Na ja, also, werter Staatsminister, ob man das dafür braucht, weiß ich auch nicht so genau. Und wie schwierig die Abgrenzung der Begrifflichkeiten bei dem Terminus Beratungsleistung ist, zeigt auch die Antwort zu Frage 7. Im Rahmen der Auftragsvergabe, ich zitiere jetzt die Antwort der Landesregierung, im Rahmen der Auftragsvergabe für Beratungsleistungen sind im Bereich der Staatskanzlei und der Ministerien keine Umweltorganisationen unterstützt worden. Dies verwundert ein wenig aus der Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Jürgen Lenders vom 16. Januar 2019 geht durchaus hervor, dass die Deutsche Umwelthilfe im Zuständigkeitsbereich des Wirtschaftsministeriums im Zusammenhang mit dem Thema Südling in Hessen immerhin knapp 100.000 € bekommen hat. Wie gesagt, summa summarum unser Fazit, ein aufmerksamer, aber sachlich bleibender, intensiver Blick genügt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Kollege Heiko Kasseckert, CDU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nachdem die Diskussion auf der Bundesebene über die Beratungsleistungen im Bundesverteidigungsministerium aufgetaucht ist, konnte man fast die Uhr danach stellen, dass irgendwann eine Anfrage kommt über die Frage, wie hält es die Hessische Landesregierung. Ich sage es sehr deutlich in Abgrenzung auch zu dem, ohne dass ich das bewerten will, was es auf Bundesebene beim Bundesverteidigungsministerium zu den Gründen geführt hat, warum in diesem Umfang von 1,1 Milliarden € hier Beratungsleistungen eingekauft wurden. Ich glaube, das kann man aus der Distanz auch nicht bewerten. Aber in Abgrenzung dazu, glaube ich, muss man deutlich sagen, dass der Anteil dessen, was wir in der letzten Legislaturperiode, und das war ja Gegenstand nach der Beantwortung der Anfrage und nach der Beantwortung, der Anteil, den wir hier für Beratungsleistungen eingekauft haben, nur ein ganz, ganz, ganz geringer Bruchteil ist. Er ist deutlich unter dem, was andere Länder üblicherweise für Beratungsleistungen auch aufwenden. Außerhalb Deutschlands ist das ein Anteil, der noch deutlich, deutlich höher ist. Und es hat seine Gründe. Jeder, der einmal Verantwortung getragen hat in einer Verwaltung, aber das ist nicht nur in der öffentlichen Verwaltung so, sondern sicher auch in einem privaten Unternehmen, der weiß, dass man sich nicht für jede Fragestellung eine personelle Expertise im Haus sichern kann. Erstens könnten wir es nicht bezahlen, und zweitens könnten wir sie nicht beschäftigen. Und das ist die Notwendigkeit, dann eben aber auf der anderen Seite trotzdem professionelle Ergebnisse darzustellen. Und professionelle Ergebnisse brauchen eben auch professionellen Sachverstand. Und deshalb kann ich nur an dieser Stelle unterstreichen, dass wir völliges Vertrauen haben in das Handeln der Regierung, auch der Ministerien. Wir haben nicht nur, dass Sie es befürchtet haben, sondern wir alle profitieren davon, dass wir am Ende hier Vorlagen haben, dass wir Regierungshandeln haben, das eben auch der Aktualität, der Modernität bespricht. Und wenn wir in den zurückliegenden 5 Jahren war das ein mit 20 Millionen € eher geringer Betrag. Natürlich ist es in der Summe eine große Zahl, aber über die 5 Jahre, über die Ministerien, über die Fragestellungen, die dort behandelt wurden, ist es eine Zahl, die durchaus verträglich ist. In den Zeiten davor hatten wir schon höhere Beträge. Und auch das hat sich begründen lassen, beispielsweise mit der Einführung von SAP. Es mag sein, dass es hier im Kreis den einen oder anderen gibt, der Profi ist. Aber Sie haben Einführung von SAP in der Regel nicht in den Verwaltungen, die Profis sitzen, die Ihnen für ein solch großes Haus, für einen Landtag oder für eine Landesregierung vollumfassend im Grunde nach ein solches Projekt managen können. Und dazu braucht man externen Sachverstand. Und deshalb ist an dem Einkauf von externem Sachverstand weder etwas Skandalöses, noch haben wir in der Höhe, in dem das hier stattgefunden hat, in irgendeiner Form Zweifel zu hegen. Von daher ist es ein Versuch der Opposition, es ist das Recht der Opposition, hier irgendwas zu unterstellen, ein bisschen etwas mit Schlamm zu werfen, in der Hoffnung, es bleibt am Ende etwas hängen. Das wird an diesem Punkt mit Sicherheit nicht der Fall sein. Und deshalb ist die Aktuelle Stunde völlig überflüssig. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Kasseckert. Das Wort hat die Abg. Janine Wissler, Fraktion DIE LINKE.
Denn, meine Damen und Herren, die AfD hat eine Aktuelle Stunde beantragt, in der sie die hohen Kosten für externe Berater in den einzelnen Ministerien kritisiert. Und eines vorneweg. Ich finde, ja, die AfD sollte sich besser zurückhalten, wenn es um Ratschläge zum Thema Haushalten und Umgang mit Geld geht, meine Damen und Herren. Weil eine Partei, die von dubiosen Großspendern unterstützt wird, am Rande der Legalität und manchmal auch einen Schritt weiter, illegale Spenden aus Zürich, eine Stiftung in Den Haag, eine Partei, deren Fraktion nach ihrem Einzug in den Bundestag erst einmal deutlich auffiel, dass sie für Zehntausende Euro Steuergeld Mettigel und andere Häppchen gefuttert hat und Geld verprasst hat, und die auch noch im Verdacht stand, bei den Mitteln für die IT-Ausstattung betrogen zu haben. Und interessant ist ja, dass die AfD-Fraktionsvorsitzende der Bundestagsfraktion, Alice Weidel und Alexander Gauland, die haben übrigens eigens einen Wirtschaftsprüfer engagiert, externer Sachverstand, um die eigenen Fraktionsfinanzen zu prüfen. Der stellte dann übrigens Defizite und Auffälligkeiten im Umgang mit Fraktionsgeldern fest. Von Vettern- und Günstlingswirtschaft war die Rede und vom Verdacht der Untreue. Es habe eine Verschwendung von Fraktionsgeldern, also Steuergeldern, gegeben, so der Wirtschaftsprüfer. Ich will nur einmal feststellen, dass Ihre eigene Bundestagsfraktion es nicht einmal schafft, die eigenen Fraktionsfinanzen ohne externen Sachverstand, ohne externe Berater zu managen. Von daher, mit solidem Wirtschaften hat Ihre Partei wirklich nicht viel zu tun. Verschonen Sie sich mit uns mit Ihren Ratschlägen. Zur Sache selbst. Wir haben in den letzten Jahren selbst auch einige Anfragen zu Aufträgen an Beratungsunternehmen wie PwC, KPMG und Co. gestellt, und die jeweils eine lange Liste ergaben. Hessen hat in den letzten 10 Jahren viele Millionen Euro ausgegeben und an diese Unternehmen überwiesen, damit sie Vorschläge machen, unter anderem, wie die Landesverwaltung schlanker und angeblich effizienter organisiert werden könne. Wir halten das für problematisch, dass viel Geld für vermeintliche externe Expertise ausgegeben wird, nachdem in den Behörden in den Bereichen ja auch immer mehr Stellen gestrichen wurden. Jetzt ist richtig darauf hingewiesen worden, an anderer Stelle sind Ministerien bzw. die Staatskanzlei aufgebläht worden. Aber vielleicht wäre es für uns alle besser, wenn weniger Mitarbeiter sich damit beschäftigen würden, die Landesregierung zu vermarkten und Eigenwerbung für die Landesregierung zu organisieren, und wir mehr inhaltliche Kompetenz und Sachverstand auch wieder in den Ministerien hätten. Ich will darauf hinweisen, dass die Firmen, über die wir reden, nicht unabhängig sind. Sie können keine neutralen Berater für den Staat sein. Sie fragen Unternehmen, die Banken und Konzernen dabei helfen, Steuern zu vermeiden, wie man die hessische Landesverwaltung besser organisieren kann. Welches Interesse haben die denn wohl? Also, solche Unternehmen dürfen doch nicht derart großen Einfluss auf praktische Regierungspolitik haben. Die großen Wirtschaftsprüfungsunternehmen, auch Ernst & Young, KPMG und wie sie alle heißen, tauchen doch praktisch bei jedem Leak, bei jedem Steuerskandal auf, wie im großen Stil in den Panama Papers. Sie nutzen nicht nur Steuerschlupflöcher, sondern sie erfinden Steuerschlupflöcher erst. Und dafür belohnen wir sie dann mit öffentlichen Aufträgen. Meine Damen und Herren, das ist wirklich absurd, diese Praxis, die kritisieren wir. Vor einigen Jahren hat sich das Land Hessen von PwC beraten lassen, als es um die Zielvereinbarung mit seinen Hochschulen ging. Und sie haben sehr viel Geld dafür ausgegeben, damit Roland Berger an der Uniklinik Frankfurt einmal nachschaut, wo es Einsparungspotenzial gibt, um das Defizit, das natürlich der chronischen Unterfinanzierung der Krankenhäuser im Allgemeinen und der Unikliniken im Speziellen geschuldet ist, um nachzuschauen, wo es da Einsparungspotenzial gibt. Und dann erklären Betriebswirte Krankenschwestern, wie sie effizienter arbeiten sollen. Pflege ist aber keine Fließbandarbeit. Pflege braucht Zeit. Und es ist nicht die Frage, wie geht es schneller und effizienter. Und deshalb ist es ja auch wenig verwunderlich, dass ganze Belegschaften das mit der Angst zu tun bekommen, wenn externe Berater angekündigt werden, die dann ins Haus kommen und denen über die Schulter gucken. Weil am Ende bedeutet das eben oft Stellenabbau, und es bedeutet oft Arbeitsverdichtung, um eben Abläufe schneller zu machen. Und dafür werden eben auch noch enorme Beträge Steuergeld ausgegeben. Dahinter steckt die Logik der Ökonomisierung aller Lebensbereiche, auch staatliche Aufgaben des Allgemeinwohls. Das steckt hinter dieser Logik, die wir ablehnen. Man versucht, Bereiche der Verwaltung und auch der öffentlichen Daseinsvorsorge nach betriebswirtschaftlichen Kriterien zu organisieren, aber Krankenhäuser oder
oder Hochschulen sind keine Fabriken. Sie funktionieren nach anderen Kriterien. Sie sind dem Gemeinwohl verpflichtet, meine Damen und Herren. Und deshalb auf die ich komme zum Schluss. Statt auf die Expertise dieser interessensgeleiteten Firmen zu vertrauen, sollte man den öffentlichen Dienst vernünftig ausstatten. Dann gibt es nämlich genug Expertise im eigenen Haus, und man muss nicht Firmen Geld hinterherwerfen, noch als Dank dafür, dass sie dabei helfen, dass dem Staat Steuergelder entgehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Wissler. Meine Damen und Herren, in der Aktuellen Stunde dauert es manchmal etwas länger, bis man nach einer Einleitung dann zum eigentlichen Thema kommt. Das hatten wir aber öfter schon bei allen Fraktionen. Machen wir uns nicht lang verrückt. Und da sich die betreffende Fraktion selbst nicht aufgeregt hat, regen wir uns ja aber erst recht nicht auf. Nur mal, dass das so ein bisschen locker festgehalten wird. Nein, ich sag's nur, ich habe es ja nur allgemein gesagt. Da musste ich da gar nicht angesprochen fühlen. Es ist einfach mal so. Es ist einfach mal so. War doch gut gemeint, was ich gesagt habe. Gut. Ja, ist in Ordnung. Das Wort hat der Kollege Günter Rudolph. Das war ein Vorgriff auf den nächsten Redner. Das habe ich gehört, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe schon schlimmere Reden am Thema vorbeigehört. Also da wäre ich jetzt nicht so kleinlich, Herr Präsident. Meine Damen und Herren. Herr Kollege Rudolph, wir sind ja nicht kleinlich. Wir stellen nur ab und zu mal fest, was so ist und wie es sein könnte und was wir so für Empfindungen haben. Du hast trotzdem das Wort. Da wir uns ja gegenseitig schätzen. Ich will mich auch nicht lange aufhalten mit der Verteidigung von aufregen sowieso nicht bei dem Thema. Da fallen mir ein paar andere Sachen ein. Ich will auch nicht, wie die Kollegin Wissler, der Versuchung unterliegen, Schwarz-Grün für irgendwas zu verteidigen. Das machen die im Zweifel selber. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Beraterverträge in der Tat sind nichts Ungewöhnliches. Das macht jede Regierung. Da guckt jede Opposition kritisch hin. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich verweise auf eine parlamentarische Initiative der SPD-Landtagsfraktion in der 16. Wahlperiode unter der Drucksache Nummer 8289, wo wir uns dem Thema zugewendet haben. Und natürlich, auch das ergibt die vorliegende Kleine Anfrage, gibt es schon Nachfragebedarf. Dass diese Landesregierung, Herr Wintermeyer als Chef der Staatskanzlei und stellvertretend, wenn diese Landesregierung, jetzt kommt ein Lob, ich sage es vorab, damit es da nicht falsch verstanden wird, wenn diese Landesregierung eines kann, ist es PR und das, was der eigenen Belobhudelung dient, auszuweiten in exzessiver Art und Weise. Dazu brauchen Sie offensichtlich auch viele Gutachten und Beratungen. Das können Sie, da gibt es nichts dran zu deuteln und dieses Lob sollten Sie auch ausdrücklich akzeptieren, meine sehr verehrten Damen und Herren. In der Sache fällt auf, dass die verehrte Frau Umweltministerin ca. 3 Millionen € für Gutachten ausgegeben hat zum Thema Nachhaltigkeitsstrategie. Das werden wir, die Kolleginnen und Kollegen im Umweltausschuss, werden das aufarbeiten. Unser Eindruck, viel PR steckt hinter solchen Aktionen. Uns ist aufgefallen, dass im Bereich des Wirtschafts- und Verkehrsministers viel Geld für Tourismus ausgegeben wird. Auch das wird man kritisch nachzufragen haben, was tatsächlich bei rumkommt. Auch bei der Nahmobilität haben Sie viele Gutachten in Auftrag gegeben und Ähnliches. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Beraterverträge sind per se nicht schlecht, aber man muss gucken, kann man das nicht mit den Ressourcen im eigenen Haus auch? Weil Sie haben beispielsweise in den M-Büros, und ich halte das mal hoch, Herr Präsident, das ist jetzt das Organigramm des Wirtschaftsministers, wenn Sie sich mal den persönlichen Bereich des Ministers anschauen, exorbitante Stellenausweisungen der letzten Jahre. Sie haben auch viele Stellen geschaffen. Und deswegen muss man genau gucken, passt Stellenvermehrung noch zur Vergabe von vielen Gutachten? Wir sagen nein. Für den Bereich der politischen Bewertung haben Sie sehr, sehr viel Geld ausgegeben in den letzten Jahren, bundesweit an der Spitze. Auch die Staatskanzlei war beim Schaffen neuer Stellen und im Bereich PR nicht kleinlich. Das ist so. Deswegen, Herr Wintermeyer, ich erspare mir eine schriftliche Anfrage. Wir hätten gern endlich mal das aktuelle Organigramm der Staatskanzlei. Es fehlt auch noch das Kultusministerium. Die sind im Bürokratiebereich auch immer ein bisschen, sagen wir mal, dass man nachhaken muss. Aber Staatskanzlei ist jetzt ein Bereich, der sich stark ausgeweitet hat. Und deswegen, Herr Wintermeyer, bevor ich eine kleine Anfrage mache, sage ich es hier, steht im Protokoll, Sie fehlen noch Organigramm, weil ich sage jetzt schon, wir werden uns insbesondere die Ausweitung in den M-Büros dann sehr genau anschauen, weil da sind Sie nicht so kleinlich, da sind sehr viele Stellen geschaffen worden. Und da muss man eben gucken, passt das noch zur Vergabe von vielen Gutachten. Weil eben Herr Kollege Kassel der SAP gesagt hat, ja, der damalige Ministerpräsident Koch, eines seiner Leuchtturmprojekte, die sind ja mittlerweile alle abgefackelt, die Leuchtturmprojekte. Ich wüsste ja gar kein Leuchtturmprojekt, was noch besteht.
Haben Sie noch gar nicht mitgekriegt, Herr Boddenberg? Ich erläutere es Ihnen gerne. JVA Hünfeld, Gießen, Marburg. Die Einführung der Verwaltung, neuen Verwaltungssteuer in der Landesverwaltung. Ich will Hessen wie eine Finanzholding führen. Hat erst einmal den Steuerzahler eine Menge Geld gekostet und SAP reicher gemacht. Das war zunächst einmal die Botschaft. Das war mal zunächst die Botschaft. Wenn Polizeibeamten dann mit ICEMA ein Programm zur Erfassung der Arbeitszeit stundenlang traktiert wurden mit einem Mehrgehalt, der gegen Null ging, dann waren das solche Dinge, wo sie sagten, da brauche ich Beratertätigkeit. Jede Beraterstunde von SAP, der Herr Hopp, hat sich sicherlich gefreut. Und da war auch der Mehrgehalt nämlich schon äußerst übersichtlich. Also von daher werden wir uns die Dinge in aller Ruhe anschauen. Und da ich noch 30 Sekunden habe und auch keine erneute kleine Anfrage stellen will, Herr Staatsminister Wintermeyer, der Kollege Weiß, Sie wissen, er ist wissbegierig. Er hat eine kleine Anfrage in dieser Wahlperiode unter der Drucksache Nummer 294 zu externen Beratern gestellt. Sie ist vom 6.3. Nach der Geschäftsordnung sind kleine Anfragen innerhalb von 6 Wochen zu beantworten. Es liegt wohl auch keine Verlängerung vor. Wir hätten gern mal die Antwort. Wer nichts zu verbergen hat, kann antworten. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Günter Rudolph. Das Wort hat der Abg. Jürgen Frömmrich, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bei dem Thema ist natürlich auch gefragt, dass wir als Parlament nachfragen, welche Verträge hier von den verschiedenen Ministerien gegeben werden. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Transparenz in solchen Fällen herzustellen, ist ganz normal. Ich finde auch, das ist Aufgabe des Haushaltsgesetzgebers, sich mit diesen Thematiken zu beschäftigen und sehr genau zu schauen, für welche Dinge werden Beraterverträge gemacht und für welche Bereiche ist es sinnvoll und für welche nicht. Der Kollege Kasseck hat, glaube ich, zu diesem Themenkomplex alles gesagt. Natürlich ist es richtig, dass sich Landesregierung, dass sich öffentliche Verwaltung auch externen Sachverstand heranholen und sich extern beraten lassen. Darüber gibt es überhaupt gar nichts zu kritisieren. Das ist gut, dass man in die Verwaltung externe Sachverstand reinholt, dass man sich beraten lässt und dass man nicht im eigenen Saft schmort. Das ist durchaus richtig, und deswegen ist da gar nichts dran zu kritisieren. Und ich wundere mich schon ein bisschen über das, was der Kollege Rudolph im zweiten Teil seiner Rede gesagt hat, also die Kritik an der Landesregierung. Ja, weil man muss sich ja schon immer überlegen, an welchem Pult steht man eigentlich und über welche Regierung redet man eigentlich. Und wenn man selber in der Regierung ist, dann macht man selber Ausgaben in beträchtlicher Höhe. Da ist es dann überhaupt nicht zu kritisieren. Ich sage mal Rheinland-Pfalz, Landesregierung Rheinland-Pfalz, in den letzten Jahren rund 16,5 Millionen Euro Ausgaben für Beraterverträge, wir im Lande Hessen rund 20 Millionen in den letzten 5 Jahren. Also, wenn Sie das einmal in den Vergleich setzen, dann finde ich, sind wir da im Lande Hessen im Vergleich zu Rheinland-Pfalz eher noch günstig unterwegs, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn man dann gleichzeitig in einer Bundesregierung sitzt und in dieser Bundesregierung ja auch die Verantwortung dafür hat, was sozusagen an Beraterverträgen in der Bundesregierung ausgegeben werden, dann würde ich doch ein bisschen herabfahren bei dem, was hier zu kritisieren ist. Also wenn man dafür verantwortlich ist, in der Bundesregierung alleine für Beraterverträge im Verteidigungsministerium in der Größenordnung von 1,1 Milliarden Euro, der, finde ich, sollte sich hier vorne nicht hinstellen und die Backen derart aufblasen. Aber es ist in Ordnung, Herr Kollege Rudolph. Machen Sie Ihre Hausaufgaben in den Bereichen, in denen Sie selber Verantwortung tragen. Das, finde ich, sollten Sie sich jeden Morgen vornehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will das noch einmal ins Verhältnis setzen. In den Haushaltsplan des Landes Hessen. Wir haben im Land Hessen rund 36 Milliarden Euro Landeshaushalt. Wir haben 20 Millionen Euro in den letzten 5 Jahren für Beratung ausgegeben. Das sind 4 Millionen rund im Jahr. Das sind 0,0001% des Landeshaushalts. Das ist noch nicht einmal ein Promille. Also ich finde, Herr Kollege, liebe Kolleginnen und Kollegen, da gibt es nichts zu skandalisieren, obgleich ich finde, dass man hier transparente Verfahren herstellen muss und dass wir als Haushaltsgesetzgeber natürlich auch sehr genau darauf achten, für was das Geld ausgegeben wird. Und natürlich,
Und natürlich gibt es komplexe Verfahren in den verschiedenen Ministerien, wo es sinnvoll ist, sich externen Sachverstand hereinzuholen. Ich sage mal, der ganze Bereich im Innenministerium, der Bereich E-Government. Und dann kann man natürlich auch argumentieren, warum macht ihr das nicht im Hause selber? Das passt aber nicht, solche komplizierten Beratungen passt gar nicht in das Gehaltsgefüge, was wir im öffentlichen Dienst darstellen können. Also kauft man sich den Sachverstand ein, lässt sich beraten und hat darüber sozusagen den Mehrwert in der Verwaltung. Das sind komplexe Vorgänge, und da macht Beratung durchaus Sinn, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und auch wenn ich hier schaue, sich beraten zu lassen im Bereich CO2-neutrale Landesverwaltung, es ist doch sinnvoll zu schauen, wo können wir Energiekosten auch einsparen, um auf der einen Seite mit solchen Gutachten, die wir da in Auftrag gegeben, auf der anderen Seite zu sagen, wie kriegen wir die Kosten für Heizung und für andere Dinge nach unten. Also, da gibt es am Ende dann auch einen Profit. Ich finde, Strich drunter. Man muss da sehr genau darauf aufpassen, für was Beraterverträge ausgegeben werden. Man muss aufpassen, für welche Bereiche. Man muss ein gutes Controlling haben, und man muss Transparenz herstellen. Ich finde, das hat die Landesregierung gemacht. Sie können das ja in der Kleinen Anfrage auch nachlesen. Von daher finde ich, gibt es da nichts zu skandalisieren. Vielen Dank, Kollege Römmrich. Das Wort hat der Staatsminister Wintermeyer. Ja, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Inanspruchnahme externer Beratung zur Unterstützung von Verwaltungsarbeit und politischen Entscheidungsprozessen ist Normalität auf allen Verwaltungs- und Regierungsebenen, in Kommunen, Ländern und beim Bund. Und das ist ja auch hier nicht infrage gestellt worden. Die Antwort auf die Kleine Anfrage des Abg. Kant enthält detailliert alle Angaben zu Beraterverträgen im abgefragten Zeitraum. Daher möchte ich nur einige grundsätzliche Feststellungen treffen. Meine Damen und Herren, das betrifft zunächst die Kosten. Sie liegen im Zeitraum 2014 bis 2019, also der vergangenen Wahlperiode, bei durchschnittlich rund 3,8 Millionen € im Jahr. Damit liegen unsere Ministerien, es wurde schon eben angesprochen, nach den in den Medien veröffentlichten Zahlen unter dem Durchschnitt. Der Einsatz, meine Damen und Herren, externer Berater ist jedoch immer von aktuellen Aufgabenstellungen abhängig. So wurden 1999 bis 2003, Frau Schardt-Sauer, da war, glaube ich, auch die FDP mit in der Landesregierung, Beraterverträge mit einem jährlich rechnerischen durchschnittlichen Aufwand, Herr Kollege Hahn, von 21,2 Millionen € in Auftrag gegeben. In den Jahren 2004 bis 2007 lag die Zahl bei knapp 10,2 Millionen €. Damals, auch darauf hat, glaube ich, Kollege Kasseckert hingewiesen, stand die Frage der Einführung der neuen Verwaltungssteuerung und SAP R3 und ERP, also dieses Enterprise Resource Planning System, im Vordergrund. Meine Damen und Herren, ich will hier aber mit dem Blick auf die Zukunft nicht den Eindruck erwecken, die Landesregierung könnte die Kosten für externe Berater stetig reduzieren. Das werden wir uns, und meine Wortwahl wird Sie jetzt überraschen, nicht leisten können, weil es nicht wirtschaftlich wäre, weil wir ohne den zeitlich begrenzten Einsatz von Spezialisten nicht jede Aufgabe werden lösen können. Nehmen Sie das Beispiel Digitalisierung und E-Government. Hier stemmen wir zahlreiche Projekte wie die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes, die digitale Modellbehörde oder die Umstellung des Dokumentenmanagementsystems. Die damit verbundenen Veränderungen von Prozessen, Standards und auch die Hinführung von Beschäftigten wird in der Einführungsphase nur mit Unterstützung externer Spezialisten gelingen. Sind die Prozesse etabliert und konsolidiert, werden sie ohne die Unterstützung sicher auch fortgeführt werden können. Herr Kollege Rudolph, Sie haben eine Kleine Anfrage von dem Kollegen Weiß angesprochen. Hier, also nach meiner Kenntnis, ist diese verlängert worden von uns in der Berat- und Beantwortungsfrist, weil, Herr Kollege Rudolph, wenn Sie sie mal richtig durchlesen, das ist keine kleine Anfrage, sondern im Umfang einer großen Anfrage, die Nachfrage von Beratungs-
Herr Kollege Rudolph, Sie mögen recht haben, es ist formal eine kleine Anfrage, aber Sie können natürlich auch in einer kleinen Anfrage Fragen stellen, die Sie nicht innerhalb der üblichen Frist beantworten können. Und wenn Sie nach Beratungsleistung sämtlicher nachgeordneter Bereiche der Hessischen Landesregierung und der Landesverwaltung fragen, haben Sie einen Ermittlungsaufwand, der schon länger als 6 Wochen dauert. Und, Sie haben ja schon auch eine große Anfrage gestellt. Also Sie können ja schon unterscheiden zwischen großen und kleinen Anfragen. Sie haben dort, Sie ja selbst erwähnt, aus der 16. Wahlperiode 8.289 war das, aus dem Jahre 2007. Und aus dieser möchte ich, meine Damen und Herren, noch einmal gerne zitieren. Da heißt es, die Inanspruchnahme externer Beratung als Instrument der Unterstützung politischer Entscheidungsprozesse ist von jeher durch Landesregierungen genutzt worden. Sie entspricht dem Leitgedanken einer modernen Verwaltung. Lediglich von Fall zu Fall benötigten Sachverstand nicht in der öffentlichen Verwaltung mit hohem Fortbildungsaufwand aufzubauen und kostenintensiv dauerhaft vorzuhalten, sondern von außen projekt- und ergebnisorientiert einzukaufen. Eine Landesregierung kann deshalb unter Berücksichtigung der Regelungen zur Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Verwaltung nicht nur das Recht, sondern im Einzelfall sogar die Pflicht haben, sich zur optimierten Erfüllung ihrer Aufgaben externer Berater zu bedienen. Ende des Zitats. Meine Damen und Herren, daher, wir werden auch in Zukunft mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unter Einsatz externen Sachverstandes, wo es geboten ist, eine leistungsfähige Verwaltung und bestmögliche Beratung von Regierung und auch dieses Parlaments sicherstellen. Und das kann ich Ihnen auch zusichern, ganz transparent. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Das war die erste Aktuelle Stunde, Top 64.